Weißt du, sagt einmal jemand, dass wir nicht genügend richtiges Essen machen und dann gibt es nur noch Herzhaftes. Erst gibt es die Muffins, davor haben wir den Auflauf gemacht und jetzt gibt es heute Hähnchen mit Sahne und Parmesan und Pfannengericht und sonnengetrockneten Tomaten und so. Und ich will mal wieder was Gebackenes. Ja, aber lecker ist das bestimmt. Und wenn dir das gefällt, dass wir so viele Hauptgerichte machen oder zumindest herzhafte Speisen, dann drück da unten unbedingt auf das Däumchen, damit wir wissen, dass dir das gefällt, damit YouTube weiß, dass dir das gefällt und damit andere auch mitkriegen, dass wir sowas gemacht haben. Und wenn dir irgendwas fehlt, dann schreib es in die Kommentare, damit wir das dann wissen. Als allererstes kommt die letzte Zutat, nämlich der Basilikum, und ich weiß nicht warum, aber ich habe es halt so gemacht. Und den Knoblauch habe ich natürlich vorher geschält und gehackt, weil den brauchen wir jetzt dann gleich beim Braten. Hähnchenpfanne ohne Hähnchen ist blöd, deswegen gibt es noch drei Hähnchenbrustfilets. Da die immer ein dickes Ende haben, macht es Sinn, die einmal kurz mit dem Hammer zu plattieren, damit die gleichmäßig durchgaren können. Anschließend habe ich sie beidseitig mit Olivenöl eingesprüht und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Für die Parmesankruste brauchen wir frisch geriebenen Parmesan. Der hält nur leider überhaupt nicht gut auf den Hähnchen. Ich habe versucht, ihn festzudrücken, aber er fällt trotzdem runter. Versuch einfach so viel wie möglich davon dran zu behalten und heb den Rest für später auf. Anschließend habe ich 25 Gramm Olivenöl in eine beschichtete Pfanne gegeben und die Hähnchenbrustfilets bei mittlerer Hitze von beiden Seiten 2-3 Minuten angebraten, bis sie dann goldbraun waren. Der Parmesan, der es bis dahin geschafft hat, bleibt dann auch weitgehend an den Hähnchen dran. Die angebratenen Hähnchenbrustfilets kannst du jetzt aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen, die brauchen wir später wieder. Für die Soße braten wir jetzt den Knoblauch, den wir am Anfang gehackt haben, im selben Öl an, und zwar so lange, bis er anfängt zu duften, und direkt danach kommen die getrockneten Tomaten mit dazu. Die dürfen so lange mitbraten, bis sie weich geworden sind. Wenn dir deine Tomatenstücke zu groß sind, darfst du die natürlich vorher auch noch klein schneiden. Als letztes brauchen wir einen Becher Sahne und ganz, ganz wichtig, den restlichen Parmesan. Das kommt beides zusammen in die Pfanne und darf unter gelegentlichem Rühren zu einer Soße andicken. Wenn der Parmesan in der Soße dann komplett geschmolzen ist, dürften die Hähnchen zurück in die Pfanne und in die Soße und da drin bei niedriger Hitze gar ziehen. Das dauert nochmal 4-5 Minuten und dann gibt's Essen. Ach ja, jetzt kommt der Basilikum vom Anfang dazu. Nimm mal deine Gabel. Ja, wir haben heute einen Teller und zwei Gabeln. Ja, weil sonst kriege ich wieder nichts zu essen. Ja. Also ich kann dir sagen, es ist saumäßig lecker und aromatisch. Boah, geil. Das Hähnchen ist total zart geworden. Voll lecker. Also das musst du auf jeden Fall nachmachen. Und ich weiß nicht, hast du die Nährwerte schon ausgerechnet wegen der getrockneten Tomaten? Unkritisch, keto-unkritisch. Ja. Also passt, ich habe es mir nicht gemerkt, aber wenn du das jetzt, sind okay. Ja, wenn du das jetzt alles nochmal nachlesen willst und vielleicht auch ausdrucken möchtest, dann schau mal da unten in die Infobox, da ist der Link zum Blog und da ist das Rezept in Textform. Ich kau noch, deswegen winke ich bloß. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Däumchen. Ja.